Die Blockaden der Oberin waren beseitigt. Hatte Lilly einen Fehler gemacht? War die Oberin jetzt wieder so streng und bösartig wie zuvor? Doch noch als Lilly das dachte, begann die Oberin bitterlich zu weinen. Danke, Lilly. Ich hatte ganz vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein. All diese ungerechten Regeln. Was zum? All diese Verbote. Oh, Lilly, was habe ich euch nur angetan? Bravo, Lilly, wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Jetzt nimm ihr das Messer ab, damit du uns endlich losschneiden kannst. Ultra freigeschaltet, Haare sind stark. Messer, Oberin. Lilly hatte die Oberin oft verzweifelt gesehen. Wo ist denn ihr Messer? Weinend. Was habe ich nur getan? Wo hat sie denn ihr Messer? Die Oberin war nicht ansprechbar. Wie sollte Lilly ihr nur das Messer abnehmen, solange sie so bitterlich weinte? Bezweifle, dass das hilft, aber... Der ist aber süß. Meinst du, ich könnte den auch mal halten? Aber Lilly, was hast du vor? Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich meine, sie könnte schon ein wenig Schwung in ihrem Leben vertragen, so wie sie aussieht. Aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Wir können doch noch so viel ausprobieren. Lass uns doch lieber noch ein paar Dinge anzünden. Oder mit Edna quatschen. Oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Eigentlich nicht. Schade. Haare will der Oberin schenken. Oh je. Ich speichere hier mal kurz zwischen. Das könnte jetzt hier. Haare will der Oberin schenken. Speichern. Weiterspielen. Na gut, versuchen wir es mal. Könnte eine Fehlentscheidung sein. Aber wir haben ja gespeichert. Hast du es dir noch einmal überlegt? Denk gut darüber nach, Lilly. Willst du mich nicht erst noch mit allem anderen ausprobieren? Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Oh je. Aha, wirklich? Wirklich? Aha. Wirklich? Oh, Lilly. Wie soll ich das je wieder gut machen? Hätte ich einige Ideen. Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Richtig? Ich habe leider nur dieses Messer. Meinst du, es wäre das wär okay. Wunderbar. Danke für alles, Lilly. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin, was noch viel lässiger ist als Messer. Deputy. Wie auch immer, schneid uns bitte schnell los, dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das sie noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten, aber dieses Mädchen... war ich. Was für eine Überraschung. Und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im Notfall irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber, Lilly? Hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly. Schneid uns endlich los. Ich will nicht nochmal ausbrechen. Will ich nochmal ändern, möchte aus mit Lilly durchspielen. Lilly. Wohin gehst du? Lilly! Lilly! Dr. Marcel. Lilly. Mit dem Messer in der Hand vor Dr. Marcel. Jetzt im Ernst? Willst du das wirklich tun? Oh, Schreck. Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Die anderen Kinder.
Das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier mit einem scharfen Messer. Rauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lily. Es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Was? Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Klosterleben. Du glaubst, dass ich lüge, nicht wahr? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist. Richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation. Wieso? Dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lily. Oh, Lily. Es tut mir leid. Ach du Schreck. Lily, wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Und was ist, wenn das nur ein Bedingungen sind? Also, all die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht, bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen. Ihr habt leider recht. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lily. Sei ein braves Kind. Ja, dieser Ende glaube ich aber nicht. Tu, was man dir sagt. Lily war den Tränen nahe. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter. Mach weiter. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Ach du Schande. Okay, jetzt müssen wir hier Messer weglegen. Dr. Marcel erstechen. Widersprechen. Okay. Aber die sind doch eindeutig nicht echt. Also eine Edna. Eine Edna, die sagt, ich soll Dr. Marcel gehorchen. Das ist ja schon. Das ist. Also die wir in der Zelle gesehen haben, die war eindeutig echt. Obwohl, weiß man ja nicht. Aber diese Edna, das hat doch Marcel gemacht. Er weiß doch, das wird es der. Trickst muss nur aus. Ein Messer weglegen, das wäre die blödeste Entscheidung, die man überhaupt machen könnte. Widersprechen. Marcel erstechen. Es wäre ein trauriges Ende. Dr. Marcel erstechen. Für alle Zeiten. Jetzt haben wir hier wahrscheinlich die drei Endings hier. Tu es, lass es. Das sind jetzt hier die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Ich weiß es nicht. Ich nehme den anderen Weg. Also wenn die einen sagen, wenn die einen auf mich einreden, du bist die anderen auf mich einreden. Lass es. Dann bleibt ja nur noch eine Möglichkeit übrig. Aber ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Widersprechen. Mach weiter. Allen widersprechen. Dr. Marcel, der Stimme, die macht weiter, sagt, Edna, die will, dass das Messer aus der Hand lege. Ich widerspreche allen. Ich mache nicht weiter und ich höre auch nicht auf. Ich mache gar nichts. Ich mache hier gar nichts mehr. Tu es nicht. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt.
Nein, ich tue dir gar nichts mehr. Mach weiter. Ich widerspreche jetzt hier. Tu es nicht. Tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Glumanda ist wieder da. Du hast einiges verpasst. Du hast das Finale verpasst, Glumanda. Wir sind jetzt hier bei der finalen Entscheidung. Dr. Marcel abstechen. Oder nicht. Messer weggelegen, Dr. Marcel erstechen. Oder widersprechen. Das sind die drei Endings. Edna versucht uns jetzt dazu zu überzeugen, das Messer wegzulegen. Dr. Marcel auch. Eine Stimme aus dem Off sagt uns, wir sollen Dr. Marcel abstechen. Ich widerspreche. Mach weiter. Ich will widersprechen. Ich mache hier gar nichts mehr. Ich beende den Stream. Ich mache gar nichts mehr. Ich beende das Let's Play. Ein. Sehr gut, Lilly. Gib's ihm. Das gilt für alle. Die ganze Zeit habt ihr mich nur rumkommandiert. Lilly tut dies, Lilly tut das. Check mal was. Ich bin doch nicht euer Beppo. Und du, Doc, wenn du mich immer noch hypnotisieren willst, lern erst mal wieder laufen. Denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Deine Therapie ist der letzte Rotz. Komm erst mal selber klar, Opa. Lilly zeterte noch weiter, bis sie Errungenschaft freigeschaltet, die einstellt. Schließlich machte sie sich erschöpft, aber auch erleichtert auf den Rückweg. Zum ersten Mal im Leben tat sie, was sie selbst für richtig hielt. Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet, aber die Moral von der Und du hältst auch endlich die Klappe! Hier gibt es keine Moral, verstanden? Ende! Schnauze! Geschichtenerzähler, Schnauze! Die ganze Zeit hat genervt. Ende! Die Credits. Haben wir es durchgespielt? Haben wir Harvey's neue Augen durchgespielt? Ja. Während der Glumanda sich noch die letzten Sachen anguckt, also der ist jetzt noch ein bisschen zurück. Der guckt sich das an, was er verpasst hat. Gucke ich mir hier die Credits an. Denn in entscheidenden Momenten habe ich immer Nadel. Ja, haben wir es durchgespielt. Harvey's neue Augen. Das war Harvey's neue Augen. Das wächst wieder zusammen. Ja, alles nicht. Was soll ich dazu sagen? Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen. Da gibt's jetzt gar kein Fazit von mir, was. Nur ein paar Schrammen. Einfach ein geniales Spiel. Was soll man dazu noch sagen? Habe ich es endlich durchgespielt. Am Ende, ja, das Finale habe ich jetzt ein bisschen. Ja gut, ja, das Finale war. Habe ich vielleicht auch ein bisschen zu früh aufgegeben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ja. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon. Haben wir letztendlich doch hingekriegt. Das lässt sich doch alles noch flicken. Prost. Weil ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich Plastikflaschen. Die lärmen immer so sehr. Doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich ja. Nur warnen, man ich bin trotzdem zufrieden damit. Mit dem Let's Play haben wir es jetzt abgeschlossen. Auch wenn ich jetzt hier wahnsinnig überzogen habe. Ich habe jetzt hier fast eine Stunde noch länger gemacht. Ich habe jetzt hier wirklich das Finale noch mit durchgezogen. Ich hätte fast noch einen einzelnen Stream draus machen können. Habe ich jetzt alles in einem Stream gemacht. Also nicht alles, aber... Wo haben wir eigentlich angefangen? Bei der Pizza haben wir angefangen, als wir noch in der Anstalt waren. Die Pizza-Zusammenstellung.
Ich das haben wir heute gemacht. Nicht alles. Ich muss mich vielleicht. Ja, gerade das Pizzaspiel, das Pizzarätsel, das war ja. Ach, stimmt. Zum Ende hier noch ein paar. Da hilft jetzt auch die Leckerbissen, die ein bisschen. Das war. An deinen Nähkünsten musst du noch fallen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Und der Harvey ist auch mit dabei, den habe ich auf dem Schreibtisch sitzen. Hat jetzt seine alten Augen wieder. Dir fehlt das Gesicht. Also meiner hat ja sowieso immer die alten Augen gehabt. Fang mal nicht an zu weinen. Hat die ganze Zeit drüber geguckt. So Nachricht aus, Quatsch, Harvey ist eine Let's Play. Sein. Der saß die ganze Zeit hier daneben. Der Harvey, mein Harvey grüßt hier. Hier hast du Nadel und Faden. Na dann. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Dedelic Entertainment. Ja, ich kann euch ja jetzt schon verraten, was das Nachfolgeprojekt sein wird. Nächstes Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Wochenende Zeit habe zu streamen. Das kann man nicht können abgeben. Aber demnächst, es geht ja direkt weiter mit dem nächsten Streamprojekt. Ich höre nicht auf zu streamen. Ja, obwohl, ja, nächstes Wochenende. Nächsten Sonntag könnte wieder klappen. Sieht gut aus. Nächsten Sonntag gibt es bei mir Little Nightmares. Kann ich gar nicht aussprechen. Little Nightmares gibt es bei mir auf meinem Kanal. Ein Streaming-Projekt. Das ist jetzt der Nachfolger von Harvey's Nine Augen. Erst haben wir Edna bricht aus als Stream-Let's Play gespielt. Und dann in Harz geschnitten. Jetzt war's Harvey's Nine Augen. Nächsten Sonntag geht's weiter mit Little Nightmares. Special Thanks, ja. Danke an alle, die hier das Spiel bestellt haben. Danke an Puki und die ganze Crew. Ja, das sind die ganzen Leute. Jan Müller-Michaelis. Ja, wirklich, also. Ja, also das ist großartig. Edna bricht aus und Harvey ist in der Augen. Muss man mal gespielt haben. Der Graf. Cooler Nickname. Ja, also, thanks for playing the game. Ja, so kann man sagen. Und der Bienenmann. Sehr schön. Fliegt er nochmal durchs Bild. Und damit sind wir wieder im Startmenü. Weiterspielen geht nicht mehr. Wir haben es durchgespielt. Ja. Sind zu Ende. Na dann. Bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als zu sagen. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und das nächste Streaming-Projekt nicht verpassen wollt. Abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr das auch nicht, dann kommt das direkt in die Abo-Box bei euch. Ja. Weiter geht's nächstes Wochenende mit Little Nightmares. Ein großartiges Indie-Game. Ist, glaube ich, Indie, oder? Ist auch Indie. Habe ich bisher nur Indie-Games gestreamt. Ja. Weiteres Indie-Game für den PC. Little Nightmares. Ist so ein bisschen horrormäßig was. Aber ja. Wird euch vielleicht auch gefallen. Also, all die jetzt traurig sind, dass Harvey's Nine Augen endet.
Auch die, die jetzt die Parts gucken im Nachhinein, wird dann wahrscheinlich sehr bald danach kommen. Also wenn ihr jetzt das als letzten Part seht, also wenn ihr das als Streamaufzeichnung seht, dann kommt wahrscheinlich morgen schon der erste Part von den Nightmares. Das werde ich ja ebenso in Parts schneiden. Also, da bin ich wahrscheinlich schon mitten am Stream, da ich das Projekt schon zur Hälfte fertig. Und jetzt hier, wenn ihr das jetzt als Aufzeichnung guckt. Gut, hören wir auf rumzuquatschen. Ja, ich will auch nicht, dass es endet. Ich will auch, ja, alles hat ein Ende. Und alles muss mal enden. Und wenn das eine endet, beginnt etwas Neues. Öffnet sich eine neue Tür zu einem neuen Abenteuer. Ja. Gut, machen wir es kurz und schmerzhaft. Kurz und schmerzlos. Ja, schmerzhaft ist es auch, aber ja. Habe ich ja schon gesagt, darf ich nach oben lassen ab da. Und wir sehen uns. Wir sehen uns im nächsten Stream-Projekt. Im nächsten Part, im nächsten Video auf meinem Kanal. Kommen noch andere Sachen auf meinem Kanal online. Schaut auf meinem Podcast-Kanal vorbei. Auf unserem Podcast-Kanal vorbei. Modi und ich machen einen Livestream. Machen Podcast. Ich bin jetzt auch schon ganz. Ich habe jetzt fast 2 Stunden hier gestreamt. Podcast-Kanal, Bilateral Podcast. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt und im Stream-Chat ganz oben. Ja, man sieht sich. Haut rein. Und ciao, ciao. Das war Harveys neue Augen im Live-Let's Play auf Zwergfürst LP.